Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid von zu Hause. Mir sind noch Informationen zugetragen worden vom guten Infinity. Kuss geht raus zu dem Video Dönerkrieg in Köln. Da geht wilde Sachen ab. Ich schwöre es euch, Lord of the Döner VS Haus des Döners. Und da habe ich einen Zeitungsartikel bekommen, was da eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Schlagzeile, nur einmal kurz, ist: Ex-Partner liefern sich irres Döner-Duell in Köln. Die Geschäftspartner haben sich gestritten, wie es so oft ist. Der Geschäftspartner, der jetzt raus ist bei Haus des Döners, hat Lord of the Döner aufgemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, hier ist Haus des Döners genau auf der anderen Straßenseite Lord of the Döner. Haus des Döners sagt jetzt, der Typ kopiert einfach, der ist schlechter, der kriegt nicht unser Fleisch, der kriegt auch nicht unser Brot. Und Lord of the Döner sagt, pass auf, ich habe hier eigentlich ein Upgrade nur gemacht. Ich mache mein Brot sogar hier selber. Ich verbessere das Ganze. Ich habe das ganze Konzept mit aufgezogen und ich mache das jetzt besser. So, und wir sehen uns gleich in Köln. Ich werde euch sagen, was geiler ist. Glaubt mir, ich feiere gerade die Videoidee übelst hart, aber es liegt auf der Hand. Ich sage euch, was geiler ist. Wir sehen uns jetzt gleich in Köln. Hier oben hat Haus des Döners aufgemacht. Und auf der anderen Seite, wartet mal eben, da drüben, ich zeig's nur kurz. Ich gehe mal ein paar Meter weiter. Da hat Lord of Döner aufgemacht. Das Lustige dabei ist, es ist wirklich 1:1 kopiert. Von außen, wenn du nicht richtig hinguckst, Brille nicht auf, was denkst, ist der gleiche Laden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Produkt auch noch genau das gleiche ist. Was geht? Das. Ihr seid auf Video, Jungs. Ihr könnt jetzt irgendwas Heftiges sagen. Alles klar. Also das Produkt wird auch das gleiche sein, so wie ich mitgekriegt habe. Und jetzt werden wir einfach den direkten Vergleich machen und ich sage euch, welcher besser ist. Guckt, hier ist Lord of the Döner. Und ich sehe schon, Leute, gleicher Spieß. Das ist genau die gleiche Nummer. Ich sage euch, das ist genau die gleiche Nummer. Also müssen wir das Video dann auch einmal offiziell umbenennen. Ihr habt mich zurechtgewiesen im letzten Video. Haus des Drehspieß versus Lord of the Drehspieß. Hier, guckt euch den dicken Spieß an. Einmal essen nie vergessen, sagt der Kollege. Habt ihr ja 100 Kilo auf dem Spieß ungefähr, ne? 150. Oh, 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 das ist Apparat. Den kriegt man alleine gar nicht hoch. Ah, Jungs, was geht? Ich hab gehört, bester Döner der Stadt. Nein. Ja. Nein? Oh, jetzt müsst ihr ja sagen. Wir werden nicht lang Fax machen, Leute. Wir machen direkten Vergleich. Ich will dir ein Foto machen, er schneidet am laufenden Band. Also mach ganz Tag anscheinend den. Die haben hier ultra viel zu tun, Mann. Du musst einen Arm haben aus Stahl. Rechter Arm ist stark, ne? Ja. Ja. Musst du ausgleichen mit linken Arm zu Hause, wenn du weißt, was ich meine. Dass ihr auch einen Optikvergleich habt. Guten Hunger, Jungs. Lasst euch schmecken. Der beste Döner hier. Der beste Döner ist hier, ne? Hier. Ich nehme Kräuterknoblauch scharf. Es ist dein eigener Heirat. Ja. Ja, ich hoffe, der schmeckt auch, mein Lieber. Ja. Danke dir. Wollen wir direkt mal snacken. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Das Brot ist so mega leicht. Er hat gesagt, scharfe Soße richtig scharf. Ich merke schon, da kommt was an. Ein bisschen was muss runter. Der ist so dick belegt. Also eins merkt man direkt, sehr interessant. Ich habe Haus des Döners ja erst bei einem Standort bisher gegessen und war immer sehr begeistert. In meinem Bereich, ich sage es immer wieder dazu, wir wissen das Drehspieß. Wir scheißen auf Qualität, wir gehen nur auf den Geschmack. In diesem Bereich meines Rankings, nicht Selfmade-Ranking. Der andere, im anderen, den habe ich undercover und nicht undercover getestet, der war stärker, der war deutlich stärker. Also hier merkst du direkt, der ist ein bisschen trockener. Und so dieses Säureverhältnis ist nicht mehr ganz im Gleichgewicht. Ein bisschen zu intensiv, die Zitrone hätten sich vielleicht sparen können. Es wurde zu doll, denn zusammen mit diesem Rotkohl, der da drin ist, der ja auch sehr viel Säure hat, den kennen wir auch schon drüben aus dem anderen Haus des Döners. Das in der Kombi, boah, ein bisschen zu wild. Gerade einen leichten, unangenehmen Beigeschmack. Scheiße.
dazu gehabt sogar. Weiß nicht, was es war. Absolut tragbar. Durchgehend, auch unten sogar. Trockener als drüben, wo ich ihn gegessen habe in Dortmund. Scheint also einen dicken Unterschied zu machen, wirklich, wo man ist. Wer das macht, wir das macht sowieso. Wir kennen das Spiel, ja. Es ist ja vom Prinzip her ein Berliner Döner. Ich muss das immer sagen. Ich sage immer wieder, Berliner Döner, selbst die Starken bewegen sich alle auf einem Level. Also 98%, dass da jemand drüber hinausgeht, ist sehr selten. Warten wir mal. Es geht ja da um den direkten Vergleich. Da drüben und hier. Ich habe geguckt, das ist haargenau das gleiche Konzept. Und da schauen wir einfach, wer hier besser ist. In der gleichen Straße genau gegenüber. Macht er zu Recht das Ding auf? Macht er die kaputt? Oder was ist das für ein Ding da drüben? Unten kommt er langsam. Die Soßen kommen an. Es wird ein bisschen saftiger. Wir snacken kurz weiter und dann kommen wir zum Urteil. Oder beziehungsweise dann gehen wir rüber. Wir gehen rüber, testen das dann. Und dann kriegt er den direkten Vergleich von mir. Das wird ein interessantes Ding, Mann. Ich sage euch gleich direkt, wo die Unterschiede sind. Also hier seht ihr den Spieß. Sieht wirklich sehr gleich aus. Das Einzige, was mir auffällt, oben die Fettschicht bei dem Döner hier ist anders. Hier ist zusätzlich noch eine Fettschicht drauf, die war beim anderen, war die nicht drauf. Guck mal hier, das machen die frisch hier aus dem Ofen. Den essen wir auch direkt. So, Vergleich, Leute. Den Käse nehme ich gleich noch runter, weil sieht anders aus. Sieht wirklich komplett anders aus. Also sagen wir mal so, ist zwar anders hergerichtet, sieht anders aus, aber das Konzept, und das finde ich das Krasse, ist haargenau. Das gleiche, Laden sieht gleich aus, Salat sieht gleich aus, gleiche Soßen, gleicher Drehschuss, alles. Das ist echt heftig. Ich sehe gerade, wegen dem Fett habe ich Müll geredet. Die haben hier auch eine Fettschicht drauf, auch wieder das gleiche. Also ich peile das nicht, Fleisch ganz anders. Ich weiß nicht, wie die es machen mit dem Drehschuss, aber es schmeckt sogar nach Fleisch. Ich muss so sagen, wie es ist, Fleisch anders, finde ich besser, intensiver. Aber Döner schauen wir jetzt. Wird unten sehr brotig. Brot hier besser, bei Haus des Drehspieß. Soßen sehr Mayo-lastig. Viele, viele Soßen sind aus einer Mayo-Basis. Hier schmeckt es ganz stark noch raus. Wobei, wenn man sie so probiert, im Döner merkst du es dann wiederum weniger. Doch, du merkst die Mayo-Basis immer noch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob positiv oder negativ. Wartet mal. Auch kurz einen negativen Geschmack gehabt. Komisch. Snacken wir mal kurz auf. Ich wollte gerade sagen, so komm, blenden wir mal den negativen Geschmack aus, aber warum? Ist ja unfair. Mit dem kurzen negativen Geschmack, der wirklich nur eine ganz kurze Momentaufnahme war. Also der stimmigere Döner ist immer noch Haus des Döners. Immer noch Haus des Döners. Da drüben ist ein bisschen, oh, man merkt die größere Erfahrung hier raus. Das passt alles ein bisschen besser zusammen. Der andere Döner, wenn man so zurückblickt, würde man so denken, oh, das ist einfach ein bisschen wild zusammengewürfelt. Ich glaube auch die Schichtung vom Döner war drüben ein bisschen anders. Einfach alles aufeinander gelegt. Habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf, wie es hier war. Kann man beide super essen. Ich hätte wirklich nur eine knappe Entscheidung gegeben. Boah, 6, 7 drüben. 7 hier, wie gesagt, ohne den kurz unangenehmen Geschmack ein bisschen besser. Aber der hier ist stimmiger, Leute. Der ist stimmiger, ist durchdachter. Da steckt immer mehr Erfahrung hinter, merkst du. Aber nichtsdestotrotz, den anderen kann man auch gut essen. Ich habe drüben auch getestet, aber ihr seid besser, habe ich gesagt. Hier ist besser. Ja, also geht klar drüben, aber hier ist besser. Hier ist mehr Erfahrung, merkt man. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Kurzes, knackiges Video. Ich will das jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Sag euch danke fürs Dabeisein. Lasst gerne den Daumen oben scheppern für mehr. Ich finde es auch ein bisschen was anderes mal, ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.